Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen und einen wunderschönen. Bei Total War Warhammer 3 mit den Weltenwandlern und Wulfric dem Wanderer in Immortal Empires. Unser lieber Kumpolino steht da gerade in der Arktis der Warhammer-Welt herum. Oder zumindest sage ich das ganz gerne, Arktis. Von der Landmasse her kann man es vermutlich so semi vergleichen zu dem, was die Realität da oben im Norden so zu bieten hat. Aber ja, man versteht halt einfach recht schnell, was damit gemeint ist. Wir haben Stufe 1 der Verbundenheit mit dem Adler und kriegen dadurch Forschungsrate 120%, was auf jeden Fall nett ist. Gibt es eigentlich noch irgendwas? Noch irgendwas, das was uns Forschungsrate gibt? Das was? Nicht? Gletschergänge? Ja. Yeah. Altar der Blutväter, Kriegsopfer, Tempel der Vikti. Alles klar. Oh. Das kann es ja doch nicht sein, dass das die einzige Möglichkeit ist, wie wir die Forschungsrate pushen können. Ich meine, na klar, passt in die Lore irgendwie rein, dass das jetzt nicht die Bücherwürmer sind. Aber irgendwie fühlt sich das ein bisschen unbefriedigend an. Aber gut, Trock hat beim letzten Mal den Wald des Verfalls niedergerissen und deswegen ist die Legion des Chaos jetzt ohne letzte Siedlung. Sein Chief rennt da noch irgendwo herum, mit Betonung auf irgendwo. Genau. Und der ist jetzt einmal wieder am Weg nach Süden. Du könntest das Schmiedehaus noch bauen. Ja, für die Barbaren-Champions mit Zweihandwaffen wäre das ganz gut. Von denen werden wir uns dann auch noch ein paar gönieren, weil das Riesenheimgebirge wäre relativ dankbar, da drüben noch zu haben. Aber dafür müssen wir uns mit den Skaven anlegen. Das braucht noch ein bisschen Vorbereitung. Aber irgendwann wird es sowieso soweit sein, dass wir uns mit dem ein bisschen battlen. Wobei wir dann eine Grenze nach Süden mit Kislev hätten. Das wäre ebenfalls ein bisschen. Yes. Unschön. Die Sarler hätten Edelsteine. Jo. Spannend. Fürs erste Summerster aber mal soweit. Und schauen in die nächste Runde. Ich habe mich beim letzten Mal dagegen entschieden, gegen Akol mich anzulegen mit ihrem Seitenanführer. Dem bin ich aus dem Weg gegangen, ganz einfach, weil wir nach dem Sieg ja die Auswahl hätten, ob wir ihn konföderieren wollen. Und ich bin ja nicht ganz so weit, dass wir uns da oben niederlassen. Man kann eine Konföderation ablehnen, wie im letzten Part gesagt. Aber schon alleine dieses Angebot, schon alleine zum Sagen, du darfst den konföderieren, das ist eigentlich was, das man annehmen muss, mehr oder weniger. Finde ich fast so. Das kann man erst dann machen, sich da im Norden Reich aufbauen, wenn wir dritte Armee haben und uns leisten können.
Also leisten könnte man es uns bei dem Wert schon langsam, aber wo bist du? Da unten irgendwo. World Walker. Da können wir dem die Siedlung eigentlich gleich wieder abnehmen. Jo, können wir. Können wir eigentlich machen. Ja, den sehen wir jetzt nicht. Den sehen wir jetzt nicht. Okay, ausbauen. Mhm, 3 Runden, passt gut. Dann können wir uns bei der Rückkehr Barbaren-Champions mit 2 Handwaffen beim Wulfric dazu hauen und ein weiteres Mammut. Da können wir die zwar auf jeden Fall dann ersetzen. Die Barbaren-Berserker. Das sind Stufe 7, es wäre ein bisschen schade drum. Oder wir holen uns dann einen neuen Kommandanten, der den irgendwie aufnimmt. Beziehungsweise die Barbarenjäger können ebenfalls weg. Weil Fernkampfkomponente haben wir dann eh die Kavalleristen. Respektive kriegen wir ja irgendeine legendäre Einheit auch noch, oder könnten sie kriegen, eine Belagerungsartillerie. Das wäre für Wulfric ebenfalls noch relativ sexy. So, Kampagnenobjekte wären da wieder ganz nett. Wären nice to have. Der Goromabni-Stamm. Ja, wir hätten dann natürlich ein relativ langgezogenes Gebiet. Das im Grunde anfällig wäre gegen Angriffe von Kislev. Dann hätten wir da so einen gesamten Grenzbogen, wo überall Kislev aufschlagen könnte. So weit, so fies eigentlich. Wir brauchen das Schlachtopfer. Dann würde sie sich eigentlich anbieten, genau, dann kriegt Winterfeuer, das Cash-Building, das reißen wir dafür hier weg und hier kommt dann bei Gelegenheit ebenfalls ein Chaos-Totem hin. Und für die Fimir-Kriege müssen wir uns dann anderswo spezialisieren. Könnte man eigentlich in der Verhängnisburg dann machen. Genau. Ist dann die Frage, inwiefern wir die Kaserne in der Verhängnisburg brauchen.
eigentlich ja nicht, wenn das Vanaheim-Gebirge als Rekrutierungszentrum genau daneben ist. Baue das aus. Ja, dann könnte man natürlich in der Verhängnisburg das Schlachtopfer reinsetzen und dann das hier. Also wurscht, lassen wir es mal so. Wir kriegen ja eh zwei Bauslots, das passt. Einmal fürs Erste. Ja, Gebäudeverbesserung ist okay. Speichern. Ja, wir haben alles bewegt, passt. Speichern. Runde 55. Und weiter. Jo. Da ist die Laura. Der hat wieder besiedelt. Jo. Und du kannst den Usul niedermachen. Oder auch nicht. Gut, dann halt nicht. I guide the tribe. Ja, ich bin jetzt echt am Überlegen. Komm, du brichst die Operation da drüben jetzt ab. Der geht nach Osten und schließt sie im Trock an. Da braucht man dann da oben einen anderen Agenten. Es hilft nichts. Adolf, wer bist du? Warte mal. Könnte man theoretisch in einer Nebensiedlung auch machen. Wobei man dann die gepanzerten Hautwölfe nicht kriegen würde. Okay, wir müssen den Monolith des Katam ausbauen. Dann könnte man das Gebäude beim Monolith des Katam reinsetzen. Roggyline, das ist ein Einsatz, ein Fall für dich. Das Kampagnenobjekt da drüben. Oh Gott, Hackgriff, wenn ich das schon sehe, dass da ein Kerl herum strawanzt. So, Garnison für Winterfeuer. Wobei. Keine Garnison für Winterfeuer, sondern das Chaos-Totem. Ja, weil das alles so viel Kohle kostet. Ich liebe es. Das kostet zwar 7.
mag mir irgendwer Kohle geben? Fragezeichen. Kane lebt im Tode. Im Namen von Kane. Kane lebt im Tode. Im Namen von Kane. Attempt to deceive me. Lodet irgendwie fast gerade ein, da ein bisschen an. Da ein bisschen an Common & Conquer zu denken. Im Namen von Kane. Ob das noch mehr wird? Nein, ist nicht. So, und das reicht knapp nicht. 66 Geld bräuchten wir da noch. Irgendwer, irgendwas. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Oh, der hat wieder... Siedlung. Oh. I will subject you to a monopoly of torments. You will beg me for death. Ein Friedensabkommen mit ihm wird dem Achaon vermutlich nicht schmecken. Daher lassen wir das mal. Tribal Fury. What? You know these tribesmen hunger for raiding. Ja gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Ja, dann baut das Cash-Building in Winterfeuer. Ja, den Rest sparen wir uns. Und gönnieren uns einen Speicherer. Genau, haben wir alles bewegt. Passt. Nächste Runde. Jetzt bietet man der einen Frieden an. Schlage ich mal aus, wie gesagt, wegen einem Archaon. Beziehungsweise könnte Trock dem Kerl jetzt auch den Rest geben. Sorry, bin ich am Tisch angestoßen. Eigentlich könnte Trock das wirklich machen. Dann wäre auch nochmal eine nette, fette, nette Schlacht da. Wobei natürlich ein Kampagnenobjekt schon nochmal die Chance bringt auf einiges an Zaster. Der Turm der Pein. Ja, dann machen wir das, komm. Volle Kraft, wieder zurück. Du gibst Gas. Wie sie der mal wieder vorbeischleichen kann. Das zählt nicht. Okay.
Ich meine, wir haben die schon mal niedergerissen, aber sie war eigentlich wieder eine volle Siedlung. Check ich jetzt nur bedingt. Also das hat jetzt nur bedingt was gebracht. Genau, es hat nur bedingt was gebracht. Ich bin jetzt versucht, das zum Laden, ganz ehrlich. Weil der Zug des Niederreißen jetzt überhaupt keine Vorteile gebracht hat. Gar nichts. Ja, laden wir nochmal in 56. Das hat jetzt nämlich überhaupt keine Vorteile gebracht, gar nichts. Also, dass wir da nicht nochmal die 6 Punkte Verbundenheit kriegen, lasse ich mir einreden, wenn wir es eh schon mal niedergerissen haben. Nein, eigentlich lasse ich mir es nicht einreden. Oder vielleicht muss die Siedlung nochmal ein bisschen mehr ausgebaut sein, dass es wieder zählt. Ja. Aber wir wären dann jetzt einfach nur die eine Runde oder zwei Runden länger im Territorium da oben und ja, haben nichts davon. Dann können wir an der Siedlung eigentlich vorbeimarschieren und wieder wassern und wieder nach Hause fahren, dass wir die Armee noch aufwerten. Von Wulfric, dass der Wulfric ein zweites Mammut kriegt. Und wie gesagt, die Barbaren-Champions mit zwei Handwaffen. Martin Fortberg. Oberpulvermeister. Ja, nächste Runde. I travel the world seeking jewels. Ja. Nö. Okay, dann noch einmal. Du wasserst. Also wahrscheinlich deswegen, weil er noch nicht. Ja, wahrscheinlich hat es deswegen nicht gezählt, weil er da noch kein Hauptgebäude drin hat. Dann verstehe ich's. Dann lass ich mir's einreden. Dann machen wir halt Gewaltrudern. Beziehungsweise, wie weit werden das zu dem Kampagnenobjekt? Da drüben. Ja, wär schon ein schönes Stückel. Dann nach Süden. In einer Runde können wir da rekrutieren. Ja, hat jetzt einmal nicht die Riesenpriorität, dann ein Garnisonsgebäude. Genau, die Verhängnisburg braucht noch eine Runde. Die verbotene Zitadelle.
Wo ist das Gebäude nochmal? Stimmt, das Gebäude ist da unten. Dann 5-4, Alter. Okay, dann baue hier den Hafen. Und werde hier an der Kausbahn. Ja, war das Kaffgebäude. Genau, und Trock macht dieselbe Bewegung nochmals. So, du hast dich bewegt. Das passt. Gut. Oder vielleicht kennt man auch, das wäre noch ein schönes Ziel für heute, eine spannende Schlacht, dass wir uns das hier mal vornehmen. Könnten wir uns den Frostwürmer mal holen. Der wäre noch was. Ja. Der Frigustrex, Abkömmling der Keltenlehre. Diese Kelten, immer diese Kelten. ja, speichern und nächste Runde. Haben wir schon gespeichert. Hat der schon zwei Helden da unterwegs? Mir würde sie das gefallen gar nicht. Friedensabkommen. Nagarond und Akhol als Handelspartner. Der wird doch nicht bei uns aufschlagen. Aber ja, mit dem habe ich eigentlich, wenn du mehr Kohle rausrückst. Naja. Früher oder später, also irgendwann wird es mit dem Krieg gegen den ohnehin weitergehen. Also es ist wirklich nur ein Waffenstillstand. Mit dem werden wir uns in dem Durchlauf, glaube ich, nie ganz gut stellen können. Aber für den Moment eine kleine Atempause. Wäre ganz nett, zumal es sicher lustiger wäre mit gegen Bretonia. Wie immer Artois jetzt da auf die Idee kommt, die haben nicht einmal eine Küste. Bitte sehr. Ja, wahrscheinlich werden dann ein paar andere Bretonenfraktionen folgen. Bretonenfraktionen.
Jo. Aber ja, dann hätten wir ein bisschen eine Atempause, dass wir ein bisschen auf Monsterjagd gehen können mit Wulfric. Vor allem auch, wenn der Frieden gibt. Ja, dann machen wir das. Dann werden wir im nächsten Part, jetzt stehen wir bei einer halben Stunde, dann schauen wir, dass wir da noch ein bisschen das Rekrutieren auf den Weg bringen. Und werden dann im nächsten Part uns auf eine Monsterjagd begeben. So, Verhängnisburg. Da habe ich gesagt, da gehen wir auf die Trolle. Höhle des Eistrolls. Und Schlachtopfer. Du kannst die ruinöse Brennerei noch bauen. So, und du... Kampftraining? Ja, Kampftraining. So, wir tasten uns da ein bisschen voran. Gut, der plündert der Achaon schon bei ihm. Das sollte schon sein Gebiet da sein. Naja. I am a god, not a slave. Passt. Stufe 1. Jo, dann wird der Account den jetzt wegmachen. Und ja. Genau. The gods are greetings. Your basement pleases me. Aber vielleicht kriegen wir dann noch den Siedlungsraid. Müsste eigentlich gelingen. Okay, du gibst Gas. Und wir speichern und machen, genau, und machen die nächste Runde in dem Part noch. Gut, nächste Runde. Okay, der verdünnisiert sie. Ja, ist eigentlich gar nicht so die Überraschung, wenn man drüber nachdenkt. Dann wäre die Frage jetzt nur noch, wer den Kill macht. Der Archaon oder wir? Also ja, ist die Frage, ob wir rankommen. Ob wir schon angreifen dürfen in dieser Runde jetzt. Weil sonst ist er schneller. Unter dem Blicke Morlibs, Kriegseifer, 5 Führerschaft. Na, danke. Ja. Okay.
Ja, wir dürften. What fool dares touch me? Also wenn wir ihn angreifen, sollte das ja eigentlich ein Feld. Okay, wir dürfen nicht. Ja. Was ist denn cool? Was ist cool? Aber wir sehen die noch nicht. Geh. Schade drum. Ich hätte jetzt gehofft, dass da noch irgendein Objekt aufploppt. Die Frage ist, ob die irgendeinen Herren haben, ob das eine Vasallenfraktion ist. Sonst wären die ein bisschen ein Ersatzprogramm. Bei denen werden wir da jetzt nicht. Da wird der Chaos schneller sein. Den Kill wird sie da Achaon holen. Ziemlich sicher. Die dann. Jo, genau. Wulfric. Ja, ist natürlich die Frage, ob wir uns da nur einen Kerl holen sollen. Vier, zwei. Dritte Armee und so. Hingabe zu den Göttern. Stimmt, dafür müssen wir auf Stufe 3. Aber wir haben doch 36, okay. Der Surta oder der Lamont. Oder der Stick. Ja, aber irgendwann. Ja, die kommen einmal weg, die zwei. Der Barbaren-Berserker, ja. Ist ein bisschen schade drum, aber ich würde auf längere Sicht mit denen auch nicht spielen. Du holst da zweimal mit zwei Handwaffen. Und das war es eh schon. Wundervoll. Infanterieabwehr, rüstungsdurchdringend. Das hat halt einfach nochmal. Ah, das hat einen Fernkampfangriff. Krass. Das hast ja du nicht, genau, du bist das Grundmammut. Also der Wulfric sitzt auf so einem Kerl. Ja, dann rekrutierst du ein Krieg. Boah, fünf Runden. Alter Schwede. Ja. Okay, lass das einmal weg.
ja, bleiben wir einfach einmal dabei. Bleiben wir einfach mal dabei, wir sind jetzt wieder bei 40 Minuten, so lange wird das eigentlich gar nicht machen. Ja, da haben wir cool angetroffen. 5 Siedlungen. Okay, das ist ein Vasall vom Achaon. Also ebenfalls nix. Vielleicht sollten wir einfach den Krieg gegen die Skaven da drüben eröffnen und dann haben wir wenigstens wieder was zum Tun und verstricken uns nicht irgendwie in hätte, wäre, wenn, Intrigengeschichten, sondern dann ist einfach nur drauf dreschen auf die Skaven. Aber da wäre ein bisschen die bessere Kavallerie eigentlich noch ganz nett. Wobei das mit 5 Einheiten Kaff sicher auch drin ist. Ja, das wird schon gehen. Das wird schon gehen. Aber das werden wir im nächsten Part sehen. Prima, sehen wir im nächsten Part einmal die erste Monsterjagd. Wird recht eine liebe Wahnsinnsgeschichte werden. Und ja, machen wir. Gut, es verabschiedet sich der Doc von Gfunden Games und sagt, grüß euch und tüdelü.